Wieso liegt das Krokodil auf dem Rücken? Ich hatte es doch anders hingestellt. Er ist also wieder hier gewesen. Und er wird wiederkommen. Vielleicht sollte ich zur Polizei gehen. Aber ob die meine Entdeckungen ernst nehmen? Wie soll die Polizei mir glauben? Luise und Cora tun es ja auch nicht. Noch lange? Kannst dir einen Stuhl holen. Hat er was? Ach wo, manchmal spinnt er eben. Nicht so wichtig. Grüß dich. Grüß Gott. Na, war alles in Ordnung heute Nacht? Oder hast du was Neues entdeckt? Warum gehst du denn nicht rein? Ich habe meinen Schlüssel vergessen. Soll ich aufschließen? Ich kann sowas. Ich weiß. Wieso? Woher willst du das wissen? Sie haben einen Dietrich. Ah, da schau. Der ist Ihnen neulich am Gartentor aus der Tasche gefallen. Da habe ich ihn ganz genau gesehen. Donnerwetter. Bei dem muss man sich ja vorsehen. Du bist ja gefährlicher als ein Detektiv. Da kommt Cora. Die hat Schlüssel. Na, dann ist ja gut. Grüß dich. Du stehst mir herum. Auf mich brauchst du nicht zu warten. Außerdem hast du doch selbst deinen Schlüssel. Den habe ich vergessen. Typisch. Natürlich habe ich meinen Schlüssel nicht vergessen. Aber der Stich nimmt die Kamera. Lass ihn doch. Der kann doch sehen, dass du in unsere Wohnung reingehst. Dann will er bestimmt wieder mit da rein. Warum soll er? Er hat doch einen Dietrich. Strichninski? Außerdem war er heute Nacht wieder da. Ich habe ihn ganz genau gehört. Du meinst, Strichninski ist? Wer weiß. Aber ich habe ganz deutlich Schritte gehört. Seine Schritte? Das kann man nicht so erkennen. Außerdem ist er natürlich ganz vorsichtig gegangen. Aber das hat immer so geknarzt auf dem Boden, weißt du? Du kannst er mir richtig Angst machen. Ja, was ist? Hier ist dein Zettel. Hör endlich auf, einen so zu erschrecken. Ich weiß, Luise hat aufgeschrieben, was ich noch einkaufen soll. Gehst du allein? Du kannst ja mitkommen. Ich habe auch schon einen Plan, durch den ich beweise, dass bei uns tatsächlich jemand heimlich ein- und ausgeht. Ich werde nämlich heute Nacht überall Wollfäden spannen. Und wenn sie morgen früh zerrissen sind, dann ist er wieder da gewesen. Du bist verrückt. Das kann doch auch einer von uns gewesen sein. Schließlich muss man ja nachts mal raus.
Das dürft ihr dann eben nicht. Das hat sie immer Luise. Lass mich nur machen. Außerdem habe ich noch eine Entdeckung gemacht. Was denn? Wart ab, zu Hause zeige ich es dir. Ja und? Hier das Krokodil. Ich weiß ganz genau, dass ich es gestern richtig hingestellt habe. Und heute Morgen lag es auf dem Rücken. Heute Morgen? Ja, als ihr weg wart, habe ich die Wohnung durchsucht. Moment mal. Klar, du hast recht. Hier hat jemand gekramt. Ich weiß ganz genau, dass die Noten von Chopin zu oberst lagen, weil ich doch gestern noch geübt habe. Und jetzt liegen sie ganz unten. Ich sag ja, ein fremder Mann war heute Nacht in der Wohnung. Mensch, wenn das stimmt. Komm, ich zeig dir noch was. Was soll das? Das habe ich heute Morgen auf dem Teppich neben dem Sekretär gefunden. Die können auch schon lange dort gelegen haben. Du kennst doch Mami. Bevor sie abgereist sind, hat sie noch mal gründlich sauber gemacht. Außerdem ist die Erde noch ganz frisch. Könnte es nicht einer von uns gewesen sein? Gib mal deinen Schuh. Warum denn? Gib's schon her. Siehst du? Vollkommen sauber. Und warum? Weil die Sohlen glatt sind. Bitte. Der Einbrecher muss also Schuhe gehabt haben mit Sohlen, in denen Rillen sind. Da setzt sich erstmal die Erde fest und fällt dann später raus. Auf dem Teppich. Und jetzt mache ich erstmal einen Versuch. Was für einen Versuch? Den mit den Wollfäden. Sind die nicht zu niedrig? Am besten sind sie in Schienbeinhöhe. So wie hier. Guck mal. Er darf nämlich nicht mit den Händen rankommen. Sonst merkt das ja gleich. Ich finde nur, es sind zu viele. Die sieht er dann ja. Aber es ist doch Nacht. Da ist es doch dunkel. Meinst du, der kommt ohne Taschenlampe? Farbe ist besonders wichtig. Grau ist prima. Kann man auch bei Licht kaum sehen. Oder? Stimmt, finde ich auch gut. Achtung, Luise, komm. Was ist denn hier los? Was soll der Quatsch? Das ist kein Quatsch. Victor macht einen Versuch. Und wenn der Einbrecher heute Nacht kommt, dann... Jetzt ist aber Schluss damit. Spinnt ihr jetzt schon alle beide? Aber Victor hat diesen Versuch. Aber Victor hat Beweise.